Vor ein paar Wochen war es soweit. Ich hatte die HTC Vive auf und dann sogar direkt zweimal relativ schnell hintereinander. Und ich kann euch sagen, meine Fresse, VR wird richtig geil. Aber gucken wir uns die Vive dann mal an, dann fällt uns auf, dass wir erstens unsere Grafikkarte nochmal heftig aufbauen müssen. Ja, GTX 750 Ti reicht da nicht ganz. Und vor allem, dass eine Vive selber momentan noch 899 Euro kostet. Und ich meine, dafür kann ich mir auch gleich einen neuen Computer kaufen oder einen Kleinwagen. Einen schlechten, gebrauchten kleinen Wagen, aber einen Kleinwagen. Und für alle, die gerade keine 900 Euro übrig haben, aber trotzdem mal einen kleinen Einblick in die VR-Welt bekommen wollen, ist dieses Video hier gedacht. Denn mit dem VR Park 3, das ist dieses Schmuckstück hier, bekommt ihr genau das. Eine kleine VR-Experience für gerade einmal um die 15 Euro. Doch gucken wir uns erstmal an, was wir in dieser doch schon etwas größeren Box so bekommen. Als erstes haben wir einmal die Brille selbst, ein bisschen Papier und einen kleinen Karton, zu dem wir später noch kommen. Fangen wir erst einmal mit der Brille an. Diese hat vorne eine große weiche Polsterung, einen Ausschnitt für die Nase und natürlich die zwei großen Linsen. Diese wirken echt relativ wertig. Das ist für 15 Euro keine Selbstverständlichkeit. Oben und an den Seiten haben wir dann die Befestigung für den Kopfgurt. Dieser kann in Länge und Breite angepasst werden, sodass jeder Dick- oder auch Dünnschädel darin Platz finden sollte. Was auch angepasst werden kann, ist der Abstand der Linsen zueinander. So kann die Schärfe justiert werden. In dieser Preisklasse auch relativ ungewöhnlich und einer der größten Vorteile gegenüber den Cardboards, die man für wenige Euro auf Amazon oder Gearbest kaufen kann. An den Seiten finden wir wie so oft nichts, außer ein paar kleiner Lüftungsschlitze. Das Handy muss halt bei VR manchmal echt schon heftig ackern. Doch der wichtigste Teil des Ganzen ist hier mit Sicherheit die Vorderseite. Hier finden wir das VR-Park-Logo und eine kleine Weltkarte. Echt ganz schön das Design. Aber wie immer kommt es natürlich nicht auf das Design, sondern auf die inneren Werte an. So lässt sich die Vorderseite einfach aufklappen und es kommt der eigentliche Mechanismus zum Vorschein. Eine Klappe, wo wir unser Handy mit der Größe von 5 bis 6 Zoll verstauen können. Für Smartphones, die zwischen 4 und 5 Zoll groß sind, wird hierfür noch eine kleine Einlage benötigt. Die wird aber glücklicherweise mitgeliefert. Öffnen können wir nun das Ganze, wenn wir diesen kleinen Hebel hier nach links schieben. Dann verstauen wir das Handy und drücken die Klappe einfach wieder zusammen. Es klickt einmal und alles sitzt. Von hinten ist die Halterung sogar noch stoffverkleidet, sodass eurem Handy auch wirklich nichts passiert. Insgesamt halte ich diese Lösung zum Einlegen des Handys für sehr, sehr praktisch. Ein- und Ausbau gehen schnell und alles funktioniert ohne Probleme. Ein großer Pluspunkt. Habt ihr euer Handy eingelegt und vorher die entsprechende VR-App wie zum Beispiel Google Cardboard, YouTube 360 oder auch ein VR-Spiel gestartet, schließt die Klappe einfach wieder. Erfreut euch an der Magnethalterung und setzt euch das ganze Ding letztlich auf den Kopf. Und wenn ihr euch jetzt denkt, aber schieb, wie soll ich denn durch die ganzen Apps navigieren, schließlich hat die Brille keinen einzigen Knopf oder irgendwas in die Richtung. Dann zeige ich euch das hier, den kleinen Karton vom Anfang. Darin befindet sich nämlich das hier. Und nein, das ist kein Nunchuck, auch wenn das Design nicht so ganz unterschiedlich ist. Das hier ist ein kleiner Bluetooth-Controller. Habt ihr die zwei kleinen AAA-Batterien eingelegt und das Ding eingeschaltet und vorher noch ausgewählt, ob ihr ein iOS- oder Android-Gerät nutzen wollt, kann es auch schon losgehen. Einfach das Handy mit dem VR-Park verbinden und schon kann der Controller genutzt werden, um zu navigieren. Der Joystick in der Mitte steuert hierbei die Maus. Die Belegung der einzelnen Knöpfe muss leider je nach Handymodell im Trial-and-Error-Verfahren herausgefunden werden, was gerade am Anfang sehr, sehr nervig ist. Es passiert relativ häufig, dass man an der App drin ist, einen falschen Knopf drückt und dann muss man alles händisch nochmal neu starten, weil man keine Ahnung hat, mit was für einem Knopf man eigentlich was gerade macht. Hat man die Belegung dann aber doch irgendwann mal geblickt, funktioniert der Controller echt gut und man ist echt froh, das Handy nicht jedes Mal rausnehmen zu müssen, um irgendwelche Eingaben zu machen. Insgesamt habt ihr so für 15 Euro eine sehr gute und für den Preis vor allen Dingen sehr komfortable Möglichkeit, mal in VR reinzuschnuppern, ohne gleich mehrere hundert Euro ausgeben zu müssen. Übrigens könnt ihr mit dem Teil, einem USB-Kabel und ein bisschen Software sogar PC-Spiele in VR spielen. Natürlich nicht so geil wie mit einer HTC Vive, aber es ist zumindest möglich und auch da könnt ihr also einen kleinen Einblick in PC-Gaming in VR bekommen. Wenn ich euch das und weitere interessante VR-Apps und Programme vielleicht nochmal näher erläutern soll, dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Außerdem verbreitet bitte das Video, wenn es euch gefallen hat und vielleicht auch euer Interesse geweckt hat, denn ein größerer Channel heißt immer mehr Kooperationspartner und das heißt mehr coole neue Gadgets und mehr neue Videos. Ansonsten folgt mir einfach auf Twitter und Instagram, lasst mir noch ein Like und auch einen Kommentar da und ja, sonst kann ich nur sagen, habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Ciao!